Der Engel des Herrn lagert sich um die, so ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Psalm 34, Vers 7. Es hat dem allmächtigen Gott gefallen, die gnadevolle Geburt seines lieben Sohnes mit einem Stern gleichsam an den Himmel zu schreiben, damit auch die Heiden erführen, dass der Heiland der Welt erschienen sei. Als Jesus geboren war, zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Herodes, siehe, da kamen weise und sternkundige Männer aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König? Wir haben seine Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, um ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem, und ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten versammeln, und erforschte von ihnen, wo der Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem, im jüdischen Land. Denn so steht es bei dem Propheten Micha geschrieben, und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Da berief Herodes die Weisen heimlich und erkundete mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen sei, und wies sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun dem König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Hause stand, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie nicht sollten zu Herodes zurückkehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als die Weisen hinweggezogen waren, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und flieh nach Ägyptenland und bleibe dort, bis ich dich wieder rufe. Denn Herodes trachte dem Kindlein nach dem Leben. Und Josef stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich bei der Nacht und floh nach Ägypten. Und es geschah ihnen kein Leid auf dem weiten Weg, denn Gottes Engel behütete sie. Da Herodes sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte seine Schergen aus und ließ alle Knaben im Alter von 2 Jahren und darunter töten, nach der Zeit, die er von den Weisen erkundet hatte. Die Heiden werden in deinem Licht wandeln und die Könige im Glanz, der über dir aufgeht. Jesaja 60, Vers 3. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnade und Wahrheit von dem Herrn, die süße Wurzel Jesse. Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, mein König und mein Bräutigam, hast mir mein Herz besessen. Lieblich, freundlich, schön und herrlich, groß und ehrlich, reich an Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben.